Zweite Runde für unsere neue Geschmacksrichtige. Ich habe geübt in der Zwischenzeit. Ich bin heim, wo Geschmacksrichtige erfinden für Sachen. Und auf was bist du gekommen? Das funktioniert nicht. Ja, Holz. Holzbanane. Mhm, aber für was? Für nichts. Einfach Geschmacksrichtung erfinden, um jetzt mehr in das Spirit zu kommen von Leuten, die Stormy Sky zum Beispiel eingesendet haben letztes Mal. Das stimmt, ja. Sehr kreativ. Ja, möchtest du wieder... Ja, ich danke. Ich bin gespannt, dass das mal auf uns warten, dann Geschmäcker für Rive Mate. Ja. Da. Big in Japan, wow, das ist geil. Alright, Big in Japan. Big in Japan. Guten Tag, roher Fisch. Nein, das ist nicht. Was ist das? Roher Fischgeschmack. Ja, schon nicht das. Aber was ist denn süßigkeitenmäßig Japan? Mochi. Oh, du kennst die aus. Mochi und wie heißen die anderen? Sie heißen alle immer so gleich. Aber sie sind eben nicht so süß. Das sind die kleinen, wie so Nuggets oder so Teigtaschen, wo innen so eine Bohnenpaste, rote Bohnenpaste drin ist. Die zum Beispiel müssen gerade drin Mochi. Andere Farbe wahrscheinlich, das wäre auch etwas. Wenn in Japan Süßigkeit gibt, sind so knallige Lichtreklamen. Sie sind eher weniger in der Süßigkeit Japan. Sie sind eigentlich immer alles salzig. Also ja, tagsüber alles, also nur salzig, aber am Morgen schon. Ja, wir haben nicht so viele Japaner gegessen. Aber ich habe auch gehört, sie sind jetzt salzig. Ja. Was gibt es denn für Früchte in Japan? Also ich mag mich nur erinnern an die Buddha-Bieren, die sie da haben, die sie in Plastik wachsen und dann haben sie Buddha-Form. Aber so ganz spezielle Früchte aus Japan wüsste ich eigentlich auch nicht. Ist Litchi japanisch? Nein. Nein, ich glaube, das ist aus einem anderen asiatischen Raum. Was? Big in Japan ist für mich eher irgendetwas sehr bling-bling-mässiges. Enorm. Ja, schon. Ja, also Big in Japan ist auch ein super Song. Ja, das heisst auch der aktuelle Film von Corrupt FM übrigens. Corrupt FM ist so eine Fake Rap-Gruppe aus England, die so weit gebracht hat, dass sie inzwischen schon Kinofilme über das sie es nicht erfolgreich geschafft haben in Japan ausgegeben. Ah. Der heisst auch Big in Japan. Das ist interessant. Big in Japan! Tonight! Alright! Big Japan, all the time! Ich glaube, das singen wir noch nicht. Ich glaube, das ist von hinten umgekehrt. Also, ich finde den Namen grösser als den Geschmack, den ich mir darunter vorstellen kann, vielleicht als Fazit. Das ist das Schönste. Big in Japan, ja, das war. Es ist vielleicht von der Farbe her auch lustig. Also, eigentlich kannst du einfach Big in Japan nennen und genau das gleiche drin da. Wie eben zum Beispiel Anime, etwas richtiges, farbiges. Knalliges Bunz. Oh, Liebe! Oni-chan! Oh, nein! Jetzt fange ich wieder an. Nein! Sorry, Japan. Gerade du, es ist mir wieder passiert. Verlaufende Kamera. Was machen wir mit dem? Big in Japan? Ich finde ihn halt toll. Willst du ihn emotional behalten? Ja, gut. Okay. Ich finde den großen Big in Japan. Gut. Also. Nein, umgekehrt. Boomer Cringe. Was tut Lex gerade an? Lex gerade an? Das ist wiederum interessant. Ich bin 40 und Fleisch geworden, ein Boomer Cringe. Ist der noch nie jetzt einfach gerne. Finde ich sehr schwierige Begriffe. Das ist schon sehr an der Kippe zu. Wir können sich schnell persönlich angreifen. Ja, eben, als Boomer bin ich da voll in der Zielgruppe vom Titel. Wie würdest du schmecken? ich überlege mir das jetzt gerade. Was wäre Boomer? Das wäre eine Zitrone. Das wäre Limone oder Zitrone. Okay. Weißt du, so einer, der den da macht und sich so. So einer muss es sein. So saure Zungengeschmack. Okay. So, ja.
Ja, doch, das kann ich sogar sehen. Und es war, also war erfrischend. Ist doch etwas erfrischend. Ja, aber wer kauft das Getränk und Wundercream? Ja, das weiß ich schon. Ich, aber der Rest bist gesponsert. Nein, also ich finde, das nehmen wir nicht, aber es ist interessant. Ich glaube, wir werfen es weg, einfach weil ich mich zu anspreche. Der ist sehr anspreche. Das kommt ja auch zum Ersten. Definitiv, komm, mach. Au! Also, nur fair. Du, nein, haben wir. Wirklich? Ja. Ja, mal etwas Konservatives. Mango. Mal etwas, ja, Einfaches. Im Sinn von einfach, den Geschmack kennen wir. Ja. Das richtig. Das stimmt, das ist so konservativ, dass es mich schon fast wieder in die andere Richtung gebracht. Das... Ausser es war der Kleider, das Kleidergeschäft Mango. Es gibt doch der riesige... Frauen und Männer Kleidergeschäft. Oder die floridianischen Früchte auf zwei Stellen, so wie heißt es, Flamango. Ja, das war ein Teil von dem Wort, ja. Also. Ja. Aber ja, also geschmacklich, aber. Geschmacklich und auch gut. Also Mango ist immer gut, sehr, sehr tolle Frucht, sehr, sehr lecker. Sehr süß. Sehr süß, tropisch, fruchtig. Ich bin ein bisschen erschlagen für Null-Idee. Ja, ja, ich bin weißt du, jedes Getränk, weißt du, das zweite, was rausgeht, ist immer Mango. Fanta, Mango, Coca-Cola, Mango, Milch, Mango, Calanda, Mango und Passionsfrucht. Ja, danke schön. Genau. Nein, also... Ich weiß also, nicht. Also... Man könnte die Früchte nehmen. Nicht also, spannend genug für ein spannendes Getränk. Oder mit dem da ein Koma her, weißt du, ein feministisches Drei-Wege-Getränk, so man, go. Gone, man. Nein. Mach's weg! Ja, alles klar, weg. Nein, jetzt ist es gut. Oh je. Das ist ja, sorry. Ich hätte ja auch gut. Ich habe Verwirrung gefunden. Ich muss es doch nicht. Ich finde sehr. Das finde ich sehr gut. Würde die Mitarbeit. Spannend. Die Würde. Sehr spannend. Ich stelle mir es gerade beim Stellen vor. Einmal Würde, bitte. Das braucht es heutzutage tatsächlich sehr viel. Einmal Yves Martin geschmacksrichtig Würde. Für alle, die eben keine Würde haben. Und der Slogan ist so, der Würde. Der Würde. Scheiße, der Würde natürlich. So weiß gar nicht. Ja, Würde, nein, ich weiß nicht, das ist schon eine gute Idee. Aber ist geschmacklich. Etwas. Ja, ist schon etwas Menschliches in, oder? Also ist schon etwas, wo man Menschen in dazu spricht. Das heisst, etwas, wo ein Menschen noch ist. Ich glaube, in welche Richtung. Also ich interpretiere die Würde als quasi ein Getränk, das dir auch vielleicht im Gegensatz zu anderen Getränken im Ausgang eine gewisse Seriosität verleiht, wohingegen die meisten Getränke, die du im Ausgang zum Beispiel orderst, wenn du zum Beispiel einen Long Island Iced Tea orderst, dann weiss man, dass du nicht planst, auf dem Velo nüchtern dann gerade einfahren. Wenn du die Würde bestellst an der Bar, dann denkst du, wow, dürfen wir dir jetzt ein Rad aus dem Keller holen, dass du heim kannst, freihändig. Weißt du, das ist so die Würde. Weißt du, eigentlich darf jedes Restaurant nur einen haben. Und wenn einer die Würde bestellt, dann geht es das Casino los. Die Würde los, ist so. Wieder hergestellt. Ja, weißt du, so ein Boxkampf-Ansänger kommt führen. And we have the Würde für... Und du wirst persönlich angesprochen. Ja, aber wie schmeckt's? Das ist ein bisschen ist, ich weiß nicht, vielleicht in der Würde, ist es in der Schwere oder ist in der Licht? Wurzel und Patchouli schmecke ich bei dem Namen. Das ist sehr interessant. Die Würde ist für mich so ein Typ, der gerade aus dem Wald gerochen ist. Doch, das finde ich im Fall auch recht gut, weil du wurdest, du tust dich. Doch, du bist eher geerdigt in deiner Würde. Ja. Ja. Wir nehmen es auf jeden Fall. Ja, komm, es ist einfach. Wir können jeden Tag das profilieren mit einem coolen Titel. Ja. Ich habe den letzten angeschaut, du bist in der Person. Ich glaube, ich oh. Marshmallow. Oh. Das ist ähnlich wie Mango. Das ist etwas, was man vom Geschmack kennt. Schon. Der Hund von Joe Rogan heisst so. Oh, was?
Marshmallow. Okay. Aber wir können doch gegrilltes Marshmallow. Das war mal etwas. Das war etwas Neues. Das gibt es ja nicht. Weißt du, dann hättest du mal über das Lagerfeuer so. Sicher Big in Japan, ein Marshmallow-Getränk. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Das ist so. Die Unwürde. Marshmallow, ich weiß nicht, Marshmallow ist ein Geschmack, der mich immer wahnsinnig, wahnsinnig abgestoßen hat. Ja, ich habe es auch nicht, also außer abgesehen so über dem Lagerfeuer, und von dem auch. Aber ich weiß auch, Papsi ist. Ja, ich weiß, es ist ein reiner Zucker, oder? Ich würde den Ah, mit Marshmallows drin wäre vielleicht noch so lustig. Also, wie die Molekular drin sind, da in der Kirche. Ich weiß nicht, ob die da drin lang halten. Das ist ja nicht unser Problem. Wir sind jetzt ein Erdteam. Wir müssen nur noch welche Richtung. Es gibt mir nicht fragen, ob es dann auch umsetzbar ist. Aber ja. Oder du machst ein Glas, das essbar ist, mit Marshmallow-Geschmack rundherum ins Getränk. Aber da sind wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen davon entfernt. Ja. Aber der Geschmack von Marshmallow. Also, weißt du, kommt bei mir auch immer Zirkusmusik und Achterbahnen und ja. Ich identifiziere das alles mit Sachen, die ich in meiner Jugend nicht gern kann. Okay, gut, also wir machen es nicht mal. Danke, Frau Therapeutin, merci, dass Sie uns erklären dürfen. Danke. Also, dann habe ich jetzt genügend jeder Lehrer sagen. Schelle pur. Was? Schelle pur. Ich würde irgendwie nicht auf dem. Also, eine Schelle. Ich nehme an, es ist die Jasse gemeint. Also, Schellenbauer ist der Bauer von der Farbe Schellen. Also von der Glocke. Ich habe gesagt, das klingt immer noch nicht so. Wie die Jaskarte. Ja. Gibt es die Farbe Schellen und dort gibt es die Figur Bauer. Das ist der Schellenbauer. Das ist eine von den Karten. Also wie würde man sagen, der Joker ist das doch, oder? Also ist Schellenbauer der Joker? Also wenn wir jetzt auf Französisch... Ich weiss, okay, yes, es geht, nein. Also Schellenbauer sind auf jeden Fall Jaskarten. Das sind Jaskarten. Gut, auf Jaskarten. Okay. Aber ich möchte sagen, schon allein in deiner Reaktion können wir den beerdigen. Ich habe keine Lust da, um zu sagen. Ja, okay, finde ich gut. Gib dir gleich den nächsten Film. Ja, okay, das ist schön. George Sbraggy. Leute! Ja, also jetzt waren es wirklich schwer. Das weiß ich natürlich auch wieder. Also, George Sbraggy, das kann ich dir erzählen. Also, ist ein ehemaliger Fußballprofi in der Schweizer Nationalmannschaft und hat. Vor allem legendärisch war er erstens wegen seinem Schnauzer. Er hat ausgezogen wie ein Mann in den 80er. Und er hat Freistoßgoal geschossen für die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Und ich bin überzeugt, dass die den Mate herstellen, extreme Fans vom Schweizer Fußball sind und natürlich auch einen guten Freistoßkünstler ordentlich zu würdigen wissen. Trotzdem auch da wieder. Was? Nein, Mann, nein. Du musst es kennen. Wir müssen das zusammen etwas. Ja, aber Fußball ist schon. Ja, also, das letzte Try. Und jetzt auch kennst du. Hast du das vorher nicht gesagt? Flamingo. Das ist bei Mango. Bei Mango? Flamango? Ja, Flamango. Ein Zeichen. Ah, oh Mann, das sind so inszeniert. Jetzt heißt es sicher Flamango. Nein, keine Ahnung. Das ist wirklich reiner Zufall, ehrlich gesagt. Gut. Das wäre pink. Wahrscheinlich, oder? Ja, es wäre pink. Pink. Etwas vom Lustigsten, was ich von Flamingos weiss, ist, dass es gibt ein paar Seen auf der Welt, wo regelmäßig Flamingos sind. Und wenn die dort reinstohlen in den See, dann verändert das die Chemie vom See und dann werden die Seen rosarot. Also wahr. Es gibt zwei, drei Seen auf der Welt. Ich würde Krebs für uns essen. Ja, zum Beispiel. Ja, deswegen genau. Haben sie auch die rosarote Farbe. Genau. Also, wie ist das Geschmack? Flusskrabbe. Dann wird es pink. Das ist bestimmt fein. Ja, aber Flamingo ist ein schöner Name. Ich finde das Produkt, also das Produkt Flamingo. Flamingo. Das wäre jetzt auch für ein Auto toll, weißt du, der neue Seat Flamingo. Du trinkst auch neu. Flamingo. Oder Flamingo, der neue Starstürmer bei Bayern München aus Brasilien. Ja. Das ist auch schon wieder Fuss. Oder der Ort im Oberland, gerade nach Tavanasa vor Traum. Flamingo. Ja, aber was machen wir mit Flamingo? Ja, was haben wir da? Wir haben zwei, da bin ich in Japan und würde die. Komm mal, die würde. Ja, das ist jetzt eine spannende Aussage. Also der Flamingo, wenn wir den überhaupt behalten, also ich finde es schon lustig, ehrlich gesagt. Ja. Ich kann mir zwar keinen Geschmack dazu vorstellen, aber. Flusskrebs. Nimmt das Barbecue mit. Oh, Flamingo, ja, etwas Pink, keine Drachenfrucht. Das ist gerade was mir einfällt. Da wären wir wieder bei Big in Japan, oder? Ja, stimmt, weil das ist ja sehr. Ja,
haben wir so eine richtige Drachenfrucht. Ja? Ich finde die Auswahl super, ehrlich gesagt. Ich auch. Vor allem die Würde. Das ist schon sehr verwirrend. Ich finde auch Produkte, die haben mit einem Komma drin, finde ich schon sehr stark. Würde, Komma, die. Ja. Vor allem lustig, wenn ich mir vorstelle, wenn ein Amerikaner das probiert zu bestellen. Word of die! I'd like a word of die! Big in Japan and the bird of life. Ja, genau. Ja, super. Ja, aber das sind es, oder? Das ist ja. Ja, Big in Japan, das sind. Big in Japan. Ja? Yes? Haben wir unsere drei. Und dann müssen wir jetzt vergleichen mit den anderen drei, die wir haben. Jetzt müssen wir das grosse Stechen machen. Oh! Willst du nochmal präsentieren, was wir haben? Ja, hatten die Pampa. Die Liebe und die Rakete. Boah, und das steht jetzt 1:1 den drei, die wir jetzt haben, gegenüber. Du kannst mit mir auch reden. Schluss wird es einfach 30. Ah, gut, ja. Also, dann spielen wir sie gegeneinander aus. So einfach ist das. Machen wir mal den, den man am wenigsten will, wegnehmen, jeden einen. Ja, oh. Okay, 1:3. Ja, da hätte ich eben auch weggenommen. Oh, das ist noch ein. Oh. Ah! Dann nehme ich Pampa. Nein. Das ist mit mir! Dann nehme ich Pampa. Gut. Okay, schwierig. Der nächste, der eliminierend ist. Wir eliminieren den. Jetzt haben wir noch 4. Jetzt können wir auf Zufall. Kommen wir mal auf Zufall. Nein, das finde ich nicht gut. Moll, das ist nein, cool. Nein, wir können Zufall eliminieren. Moll. Zeichen Zufall. Ich sehe es doch. Du hast die Würde. Ja, dann nimm den nicht. Aber du könntest... Ja, was können wir machen? Also, weißt du, du bist blind. Ich hätte es ja erklärt. Nein, aber ich habe ein Vetorecht, wenn ich es nicht so toll finde. Ich habe Rakete. Hast du eliminiert, ja. Das Spiel habe ich vorher fast genommen. Das ist okay. Sehr gut. Ja, dann bleiben die drei. Ja. Die Würde, Liebe und Big in Japan. Japan. Alright. Sehr schön. Ja. Haben wir gut gemacht. Danke dir. Zum Wohl. Zum Wohl.